So, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Remake. Wir haben Action. Oh, und zwar schon näher als ich dachte. Oh mein Gott, wirklich schon viel näher als ich dachte. Sind die gerade von hinten gekommen oder wie? Das wäre ja gemein, wenn der Gegner hinter mir spawnt, aber ja, mein Gott. Würde mich nicht wundern, sage ich jetzt mal. Na, oh, keine Sniper-Munition. Brauchen wir nicht unbedingt. Kriegen wir auch so hin. Na komm, Ambrustli. So. Das ist schon ein schönes Detail, ne? Mit den Plagger-Tentakel, die den Körper durchziehen. Da hat man eine richtig schöne Vorstellung davon, wie die im Grunde nach und nach einfach immer mehr durchwuchert und letztendlich im Grunde fast nur noch Marionetten werden. Das ist schon schön dargestellt, gefällt mir, bin ich ein Fan. Schönes Detail. Wo kommst du denn schon wieder her? Ich bin sehr gespannt. Bis jetzt ist die Stelle noch relativ normal. Ich bin sehr gespannt, was uns der Mod hier dann gleich jetzt noch so zwischen die Beine wirft. Es ist zu ruhig. Bis jetzt. Flatatsch. Auch ein schönes Geräusch, das die Waffe macht, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Nachladeanimationen, die fand ich tatsächlich im Original schöner als im Remake. Das Remake ist ja gerade optisch und in der Inszenierung natürlich, ne? Sehr viel besser. Also unwiderstreitbar besser als das Original. Aber wenn es darum geht, wenn es um Nachladeanimationen geht und so das Gefühl, wie sich die Waffen auch einfach so schwer anfühlen irgendwie, da kann das Remake nicht mithalten. Das war jetzt komisch. Wie habe ich jetzt gerade auf sein Schild geschossen, frage ich mich. Das war komisch. Habe ich wirklich über ihn drüber geschossen und sein Schild getroffen, während er das noch auf dem Rücken hatte? Oder war das jetzt ein bisschen gecheatet und er hat sein Schild schon vor sich geworbt quasi, obwohl meine Kugel eigentlich schon in seinen Kopf eingeschlagen wäre? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Spiel hier jetzt gerade gecheatet hat oder nicht. Ihr könnt ja zurückspulen, wenn ihr wollt, und das mal Frame für Frame anschauen. Genau ins Auge. Mir fehlt auch die... Also, es gibt definitiv ein paar Punkte, in denen unwiderstreitbar meiner Meinung nach auch das Original besser ist als das Remake. Wenn wir das Original wieder spielen, und das dauert nicht mehr ganz so lange, nach den beiden Outbreaks, glaube ich, sind wir dann schon bei Resident Evil 4, oder? Dann werde ich da auch sehr viel noch drüber reden. Weil ich hab ja das Original Resident Evil 4, muss ich auch sagen, jetzt über 2 Jahre nicht mehr gespielt. Im Grunde seit das, genau, so ein halbes Jahr bevor das Remake kam, habe ich das Original nochmal durchgespielt. Und seitdem nicht mehr. Und ich bin sehr auf den so direkten Vergleich zwischen Original und Remake gespannt, wie ich die beiden dann so ein bisschen nebeneinander bewerte.
fällt mir, glaube ich, echt schwer, da einen Gewinner zu ernennen, muss ich sagen, im Nachhinein. Aber schauen wir mal. So, warten wir noch eine Kugel ab. Dann gehen wir in die nächste Station. Das ist ein bisschen gemein, weil die nächste Station, die nächste Bushaltestelle ist schon besetzt. Langsam habe ich genug. Na komm. Nicht cool. In die Eisenkugel geschubst. Finde ich sehr schön. Okay. Huiuiuiuiui. Verzeihung. Ich fühle mich leider ein bisschen krank. Nicht so richtig. Irgendwie nicht so richtig krank, aber seit einer Woche oder so, so am Dahinkränkeln, Niesen, Husten, so ein bisschen aber immer nur, ne? Unangenehm, vor allem abends. Kennt ihr das, wenn man vor allem dann abends so ein bisschen, so ein blödes, fiebriges Körpergefühl kriegt? Ich hätte es beinahe vergessen. So ein guter, leichter Trick, um hier gratis Kills zu kriegen. Ich hätte beinahe nicht mehr dran gedacht, vor lauter Husten- und Schnupfengeschichten. Ah, lauf! Der cheatet doch, der simuliert doch nur, oder? Ich habe den doch jetzt überhaupt nicht erwischt. So, jetzt passt auf. Cooler. Also bis jetzt ist das aber sehr wie im Original, oder? Ich muss jetzt mal schnell gucken. Wie war das gleich nochmal? Ich glaube, spawnen die Gegner, sobald ich da runterspringe oder wenn ich die Kurbel vom Aufzug drücke? Ich bin mir nicht mehr sicher. Deswegen lasse ich jetzt mal einen Ball rollen. Ja, erst wenn ich kurbel. Na, dann warten wir mal kurz. Weil im ungemoddeten Spiel ist es ein sehr guter Trick, ein sehr nützlicher Trick, der einem die Aufzugfahrt echt ein bisschen erleichtert, wenn man hier noch schnell den Stachelkugelhebel zieht und dann schnell runter zum Aufzug und den Aufzughebel ziehen. Weil dann überrollt man noch den ersten von den roten Priestern. Und das ist schon eine sehr gute Idee für die Aufzugfahrt. Aber mal gucken, ob das im Mod auch funktioniert. Man muss ein bisschen schnell sein, aber es geht schon. Ein Aufzug. Wie aufmerksam. Aufmerksam. Verzeihung. Es ist ein bisschen zu ruhig für meinen Geschmack. Kommen jetzt gleich irgendwie 15 Garador oder so und 3 Regenerador und was weiß ich was. Oder ist das wie beim Delago, dass die Modmacher gesagt haben, nee, komm, die Stelle ist nervig genug, die skippen wir einfach. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die skippen die einfach. Warte, jetzt höre ich was. Ich höre Gegner. Ich höre Geflüster. Hallo?
Jetzt haben sie doch noch ein paar hingestellt. Aber es ist ziemlich ruhig hier, ne? Super chillig. Ich warte die ganze Zeit noch auf die große Falle. Okay. Wirklich? Das war's? Mehr kommt nicht. Ich weiß nicht, ob ich enttäuscht bin oder ob ich mich freuen soll. Habt ihr jemals auf die Glocke da geschossen? Oh, schade. Ich nämlich auch nicht. Ja, okay. Gut, dann, tschüss. Oh, oh, was ist jetzt? Ist das Spiel abgestürzt? Nein, ist das Spiel jetzt wirklich abgestürzt? Nein, come on, Spiel, bitte nicht. Oh, komm schon, shit, wann haben wir denn das letzte Mal gespeichert? Nein. Oh, damn it. Oh, damn it. Ich hoffe vor allem, dass das nicht wieder passiert, wenn wir es jetzt nochmal versuchen. Ach, come on. Ha. Aha. Ich versuche mal, ob ich das schnell live hier reparieren könnte. Vielleicht. Nee, das ist hart eingefroren. Shit. Da geht nichts mehr. Da geht nichts mehr. Ja, ich habe sogar eine Fehlermeldung. Capcom, das Spiel ist unerwartet abgestürzt. Okay, aber wartet mal, bleibt dran. Wir halten durch. Boah, ich muss, glaube ich, sogar den Prozess abschießen, oder? Kann Steam... Mach mal einen Task... Ah, wartet. Okay. Na, dann starten wir mal neu und gucken erstens mal, ob es irgendwo ein Autosave gab, der uns vielleicht jetzt den Hintern rettet. Und zweitens, ob nach der zweiten Aufzugfahrt wir durch die Tür gehen können oder ob es wieder abstürzt. Wenn es wieder abstürzt, hilft eigentlich nur Save Games retten, neu installieren und hoffen. Naja. Gucken wir mal. Ansonsten würde die Reihe jetzt ein vorzeitiges Ende nehmen. Das wäre unschön. Aber mal schauen. Präsident Zwiebel. Wie habt ihr das Spiel, wie habt ihr Resident Evil so in eurer Jugend auf dem Schulhof genannt als Kind? Bei uns war es, glaube ich, immer Präsident Evil und daraus wurde dann Präsident Zwiebel. Ach, guck. Vor der Aufzugfahrt, das ist gar nicht so wild. Die war ja gemütlich. Nein! Aber bevor ich das hier gelootet habe. Oh. Verdammt seien die Resident Evil Götter. Ach so, warte mal, das habe ich beim letzten Mal auch nicht gelootet. Und doch, klar habe ich das gelootet. Das habe ich nicht gelootet. Ja, YOLO. Grünes Kraut! Ich versuche nur damit, also für den Fall, dass es daran liegt, so viele Parameter wie möglich zu verändern. Ich verbrauche ein bisschen mehr Munition. Ich mache die Fässer kaputt und so weiter. Habe eine andere Waffe in der Hand, wenn wir durch die Tür gehen. Alles Mögliche, alles Mögliche. Manchmal hilft's. Oh. Was? Weißt du, den ersten Schuss lasse ich mir eingehen. Der war daneben. Der zweite weiß ich nicht. Aber der dritte war schon eine beschissene Hitbox einfach, oder? Es nimmt kein Ende.
So, und jetzt hoffen wir mal, dass wir jetzt durch die Tür gehen dürfen. Sonst weiß ich es auch nicht. Oh, wir haben jetzt auf einmal ein Achievement bekommen. Ach so, ohne dass der Aufzug anhält. Okay. So, ich nehme auch mal eine andere Waffe. Okay. Irgendwas hat funktioniert. Oh. Irgendwas hat funktioniert und hat das Abbrechen verhindert. Oder der Freeze gerade war wirklich nur komplett random. Das kann auch sein. Warte, ich bin dumm. Oh Gott, nicht laufen. Ah! Jetzt kommt der erste Bosskampf in meinem Original-Playthrough auf Hard. Für den ich mir tatsächlich einen Raketenwerfer gekauft habe. Da habe ich alles verscherbelt, was ich im Inventar hatte. Ich glaube, sogar eine Waffe, die ich eigentlich noch benutzt habe, musste ich hier verkaufen und mir später wieder kaufen, damit ich mir den Raketenwerfer kaufen kann. Ich glaube, nach dem 10. Mal oder so habe ich es dann einfach aufgegeben. Er ist einfach auf schwer, zumindest im ersten Playthrough, war der unglaublich hart. Vor allem ist mir halt wirklich einfach im Kampf die Munition ausgegangen. Also ich hatte nicht genug, um ihn zu töten. Es war unmöglich. Ich habe den dann wirklich gut gelernt und konnte seinen echt beschissenen Attacken teilweise trotzdem recht gut ausweichen. Oh shit. Und schon wieder abgestürzt. Oh shit. Oh, wir müssen schnell raus aus der Nummer. Vielleicht liegt es nur irgendwie an dem Areal. Irgendwas ist hier in dem Areal, das er nicht mag. Ich muss jetzt dann, wir dürfen da nicht so lang rumscheißen. Wir machen jetzt mit der Folge Schluss und beim nächsten Mal renne ich sofort zum Händler, speichern, auf zum Boss, fertig, ne? Und dann schauen wir, dass wir dieses Areal hier irgendwie wegkriegen. Das spinnt gerade irgendwie, da ist irgendein Problem. Aber wenn ich mich nicht täusche, hat es oben an der Spitze des Uhrenturms zumindest ein Autosave-Ringchen gegeben. Kriegen wir schon hin. Aber jetzt machen wir mal Schluss und ich starte alles neu. Bis dann. Bis nächstes Mal. Bis morgen wahrscheinlich. Oder vielleicht, ich weiß es nicht genau. Irgendwann. Tschüss.